Der Flughafen BER ist zu klein geplant. Er wird auf Dauer das Sorgenkind Nummer 1 der Hauptstadt bleiben. Und deshalb brauchen wir einen zweiten Flughafen, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, nämlich das Passagieraufkommen auch abfertigen zu können. Und deshalb brauchen wir bei erwarteten 60 Millionen Passagieren einen zweiten Flughafen, und der heißt Tegel.